Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von unserem Espresso Tycoon. Ja, man hat am Anfang immer so Anfängerfehler, sagen wir mal. Deswegen ist es ja auch so. Und deswegen werden wir das hier nochmal anfangen, die Mission, oder ein bisschen schlauer machen. Auf jeden Fall nehmen wir es hier wieder Best Coffee, ist klar. Wir werden es hier wieder einrichten für die Touris. Genau so, alles erledigt, sehr schön. So, und jetzt müssen wir hier auf die Mission schauen. Das hat man uns in der letzten Folge schon angeschaut. Wir hätten es vom reichen Onkel erben können, haben aber selber jetzt versucht, einen Kaffee aufzumachen. Und jetzt haben wir ja hier 500. Und wir hatten ja beim letzten Mal die ganzen Zutaten, die wir hier haben. Können wir auch den Americano mal mit rein und den White Americano. Da haben wir sämtliche Zutaten da. Und wir können auch aufmachen. Machen wir jetzt auf. Und da können wir uns jetzt gleich mal Dekoration reinstellen. Für die Touris ein Tisch gleich noch, weil da haben mehr Leute Platz. Ah, da war wieder der Punkt. Genau. Und ich schätze mal, dann kommen wir auch mehr. Wenn mehr Platz ist, kommen wir auch mehr, ganz klar. So, das reicht dann nicht mehr. Da haben wir jetzt die Kaffee mehr Dekoration und sammle mehr Stühlpunkte. Genau. Und jetzt müssen wir halt die ganzen Sachen noch selbst abräumen. Aber wir brauchen natürlich einen zweiten Mitarbeiter. Nehmen natürlich nur den, die Patricia. Und die kann hier gleich rein. Genau, und die wechseln wir dann immer ab. Ja, dann haben wir das jetzt schon mal etwas schlauer gemacht, weil ich hätte das nie geschafft, und so einen Haufen Geld zu verdienen, weil wir verdienen ja bloß ein paar Dollar, und ich, wie allerdings hier das mit der Recherche funktioniert, weiß ich nicht. Ja, das erfordert mindestens zwei Bohnen, und wir haben nur eine. So, da müssen wir jetzt nochmal schauen, um zwei Bohnen zu erhalten, Bewertung von 5. Verkaufe 2 Kaffee und 10 Stilpunkte erhalten, haben wir aktuell 17. Ja, gut, 2 Kaffee sollte man eigentlich jetzt schon haben, denke ich mir mal. Da ist er jetzt auch positiv, Bewertung, der bleibt da. White Americano ist sehr günstig. Werden wir den ein bisschen hochschrauben noch. So, schauen wir mal, wo der sich hinsetzt. Gut, leider haben wir die Statistik nicht mit drin. So, und der geht jetzt. Da müsste aber doch jetzt der andere sofort kommen. Ja, die geht natürlich jetzt, weil die genau in der Sekunde kommt. Da könnte man jetzt den Zeitplan wieder so ändern und den hier hinten anschließen. Das machen sie ja gern. Ja, warum? Ach, der will keinen Kaffee davon. Ja. Könnte man ja jetzt einmal vielleicht einen eigenen Kaffee noch kreieren. Ich mach mal hier einfach eine kleine Tasse. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Spezial. Espresso. Das ist hier mit kaltem Wasser. Nee.
Heiße Milch. Vanillesirup. Kann man hier ein bisschen hin und her ziehen. Würde ich sagen, das passt. Den stellen wir hier mit rein. Aber dazu braucht er Vanillesirup. Zutaten. Und da kann man sich ja das billig holen. Kommt halt dann in 3 Stunden. Ja, der wollte jetzt Baby Spezial, müsste halt ein bisschen warten. In 3 Stunden haben wir verfügbar. Ja, Espresso gibt's doch alles, haben wir da. Hoffen wir, dass die Milch gleich geliefert wird. Sagt er hier, sehr günstig. Setzen wir auch ein bisschen hoch, 2-mal drauf. Und wenn es dann ist, dann kann er sich beim nächsten Mal beschweren. Der wollte auch Baby Spezial. Also der will überhaupt keinen Kaffee, den es gibt. So, jetzt kommt unsere Milch. Unsere Vanille-Dings. Espresso kostet viel zu viel, dann stellen wir noch einmal zurück. So, jetzt müsste aber der andere gleich auftauchen. Okay, können wir jetzt mal hier nur. Also der Americano ist ein bisschen hoch. Ja, das stellen wir halt ein bisschen wieder runter. Ist sehr günstig. Dann stellen wir wieder ein bisschen hoch. Mal 10 Euro. Aber ich muss sagen, recht viel mehr tut sich da aber nicht. Also das ist. Ich dachte mir, wenn wir den Tisch haben, dann kommen wir hier mindestens gleich immer 4 rein. Es geht eigentlich auch ziemlich gemächlich. Das kann man hier mal als Fazit vorerst so sehen. Wir sehen hier als erstes mal, wie viel Kaffee wir schon verkauft haben. Kaffee, 2 Kaffees, die haben wir ja schon verkauft und wir müssen jetzt nur noch Bewertungen erhalten von ein paar Kunden und damit hätten wir dann 2 Bohnen und können ja dann auch forschen, denke ich mal. So wird das dann hier ablaufen. Marketing sieht man hier, da braucht man dann mindestens 4 Bohnen. Espresso kostet viel zu viel, stellen wir nochmal zurück. Ja, dann werden die Nächsten dann wieder sagen, der Espresso ist sehr, sehr günstig, denke ich mir. Genau, da sagt er jetzt,
Der Preis ist immer noch ein bisschen zu hoch. Er ist doch nicht zu hoch. Blumen muss man gießen. Du hast kein Geld mehr. Du hast einen zusätzlichen Kreditrahmen im Hey von $500. Aber wenn du diesen Betrag erreichst, gehst du offiziell bankrott. Mach Gebrauch von dieser Gelegenheit, um deinen Cashflow zu verbessern. Vielleicht verkaufst du auch ein paar Sachen. Das ist natürlich ziemlich blöd. Jetzt kommen natürlich hier laufend Leute rein. Ja, man muss sagen, viel tut sich jetzt nicht, weil es ja eigentlich sehr ultra gemächliches Spiel ist. So, wir kommen schon wieder jetzt in die richtige Richtung. Und ja, was soll man noch sagen? Man schaut sich das hier an. Hätte gerne 2 goldene Bohnen, damit es hier weitergeht. Aber scheint sich noch hinzuziehen. Selbst wenn man hier auf schnell geht, ist es dann doch relativ lahm. Espresso, da muss ja hier vergehen hier Stunden. Ich dachte zwar, die Herstellung ist dann so 10 Sekunden oder 50 Sekunden, aber anscheinend dauert es trotzdem länger. Nur gut, jetzt haben wir es gesehen. Man muss sich sicherlich das noch anschauen, wenn es dann fertig ist, das Spiel. Der mag keinen Kaffee, den wir haben, aber kostet viel zu viel. Ja, dann ist es halt einfach so. Schauen wir mal, was er für einer ist. Ein Senior. Ja, das muss man natürlich auch sehen, dass unsere Cafés für Touristen sind. Ein Hipster. Den jetzt nicht. Das kann man hier reinigen. Das ist ein Student. Was ist das für einer? Auch ein Student. Ja, vielleicht sind hier auch mehr Studenten unterwegs. Wir sind auf Touristen ausgelegt. Nur gut, egal, macht nichts. Jetzt haben wir das auch mal gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder mit dabei seid, wenn wir mal wieder was testen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Alles Gute, bis dann. Ciao.